So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Torchlight. Wir sind hier, weil wir hier durch dieses lustige Portal wollten, um uns mal wieder ein bisschen zu verbessern. Keine Ahnung, warum das Portal-Tab da ein bisschen nebendran war. Ist ja aber auch egal. Wir wollen jetzt hier durch dieses lustige Portal, um uns ein bisschen zu verbessern. Eine kleine Nebenaufgabe. Wir sollen irgendwelchen Blödsinn einsammeln, von dem ich nicht genau weiß, was es denn ist. Aber das ist ja auch nicht so entscheidend und auch nicht so wichtig. So. Wir laden jedenfalls noch ein bisschen. Und laden und laden und laden. Und dann schauen wir doch mal. Leck? Das ist doch überhaupt kein... So. Ich muss mich gerade noch ein bisschen orientieren. Weil... Weil... Ich gerade noch ein bisschen orientierungslos bin, war ein Weilchen her... dass ich hier in diesem Spiel gespielt habe. So. Schnauze. So, so. Okay. Wunderbar. Sag mal, also das Level-Design ist gerade ewig ätzend, muss ich sagen. So, ewig ätzend. Dann machen wir doch mal hier. So wollte ich das eigentlich. So. Das Level-Design hier ist gerade ewig ätzend. Einfach weil es nervt. So. Wie gesagt, ich habe gerade ein Weilchen nicht mehr gespielt. Deswegen kann es gut sein, dass ich gerade noch ein bisschen wieder Eingewöhnungszeit brauche. Und so wie es aussieht, brauche ich die wirklich. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sagte ich. Auf Wiedersehen, sagte ich. So. Mein Haustier hält ja gar nichts aus. Das ist ja zum Kotzen. Ja, ja, das habe ich verstanden. Auf Wiedersehen. Und da ist noch Gold. Okay. Mann. So. Du bist dran. Ach, da ist Gold. Und da ist Gold. Die Karte sieht gerade ein bisschen... Also sie macht mich gerade nicht so an, muss ich sagen. Die Karte. So, so, so. Da ist Gold. Da ist eine tote Kreatur und da unten geht's weiter. Das habe ich vermutet, deswegen bin ich oben lang gelaufen. So. Dann gehen wir hier ums Eck. Und versuchen Kreaturen mitzunehmen. Wie zum Beispiel die da. Und die da. Und die da. Dann hier. Wunderbar, den haben wir erwischt. Da ist Gold. Da ist auch eine tote Kreatur.
Da ist eine tote Kreatur. Ah, so. Wie geht's denn hier weiter? Da ja, geht's weiter. Da ist ein Elementar, vor dem ich mich verstecken sollte. So, hier unten ist ein totes Skelett. Totes Skelett. Sehr witzig. Die machen einen echt immer übelst fertig. So rum. Ich gehe mal hier rein. Weil ich davon ausgehe. Dass da es nicht weitergeht. So, da ist Ende Gelände und da oben geht es dann regulär weiter. Genau, so habe ich das erwartet. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich jetzt erstmal natürlich wieder die Zeit brauche, reinzufinden. Ich ziehe gerade enorm viel Gesundheit ab. Also ich hau hier gerade einen Gesundheitstrank nach dem anderen rein. Das ist unglaublich. So, unidentifizierter Ring, großer Gesundheitstrank. Hier weg, da bitte auf Wiedersehen. Du kannst weg. Dankeschön, da ist 7 Gold. Was ist mit dir? Du bist nichts. Dann gehen wir nach da unten und machen euch alle platt. So. Ihr seid beiseite gelegt worden. Du bist tot. Ja, stirb doch einfach. Nein. Du stirbst. So, was ist mit euch? Ihr könnt auch sterben und du kannst sowieso sterben. So, ach, da ist noch eins. So, wo ist mein Haustier? Das lebt noch. Das ist schön. Es hat sich irgendwo verkräuchelt. So, dann gehe ich doch mal nach hier. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen ruhiger und bedachter anzugreifen und nicht mehr so planlos, splattermäßig alles abdeckend in die Gegner zu rotzen, sondern wirklich zu überlegen, wo die Gegner stehen. Das habe ich eigentlich ziemlich lange nicht gemacht. Ich habe ziemlich lange einfach nur in die Gegner gerotzt. Oder überhaupt irgendwo hingerotzt. Schnauze. So. Das ist ein bisschen ein Kritikpunkt an Torchlight, den ich da habe. Es ist echt ein bisschen unübersichtlich. Wow. Auf Wiedersehen. Da bin ich aber froh, dass ich da nicht so direkt reingerannt bin. So, dann machen wir doch mal hier CS. Und schauen mal, wo wir... Eigentlich brauche ich da nichts mehr hochpeppeln. So, komm hier, machen wir noch einen. Und was gebe ich mir hier? Vielleicht auch Abenteurer oder Wahrscheinlichkeit. Ach komm, hier. Den hätte ich ganz gerne. Den könnte ich eigentlich auch machen. Aber das ist ja jetzt egal. So. So. Da ist die Kreatur, die ist auch hinüber. Ich muss mich schon wieder heilen. Also, das ist echt... Die laufen da weg, die Gesundheitsdinger. Das ist echt der Hammer. Und das Traurige ist... Ah ja, jetzt ist ja gut. Man sieht die Gegner halt auch gar nicht. Also, ich finde es kein nettes Spiel, muss ich sagen, aber es ist extrem unübersichtlich. Es ist echt extrem unübersichtlich.
Man sieht die Gegner nicht. Es ist nicht unbedingt schwer. Also, die Schwierigkeit dieses Spiels kommt nicht daher, dass es irgendwie schwer ist. Ich meine, ich hätte es natürlich auch schwer stellen können. Aber ich denke, ich habe normal eingestellt, wenn ich das noch richtig weiß. Es ist halt, wie sagt man das? Es ist halt ein bisschen unübersichtlich. Man sieht nicht, wo die Maus ist, man sieht nicht, wo die Gegner sind. Und man sieht nicht, wo die Gegenstände sind, die man so einsammeln kann. Und die Karten sind ein bisschen sehr linear. Ich meine, jetzt wird es vielleicht ein bisschen anders. So, da habe ich jetzt Gesundheit genommen, völlig unnötigerweise. So, dann nehme ich... Ah, okay. Dann hier mein Inventar und Haustier. Ah, okay. Okay, okay. Komm, dann machen wir erstmal den da und den da und den da und den da. Und dich brauche ich auf jeden Fall nicht. Dich sowieso nicht. Dich eigentlich auch nicht. Sei nicht, will ich verzaubern. Dich behalte ich. Nicht. Nicht. Und Level 38. Das heißt, es geht noch ein Weilchen. Ich hab gedacht. Na gut, ich bin 36. Nee, komm, der kann weg. Was hat mein Hundi? Mein Hundi hat da drei Attribute und da auch drei. So, da kann er, brauche ich mit einem lächerlichen Attribut nicht kommen und mit dem auch nicht. Und das da sowieso nicht. Dann kann das dahin. Wunderbar. Und dann kann mein Hund eigentlich verkaufen gehen. So, dann holen wir dich und dich. Dann laufen wir hier nochmal im Kreis und schauen mal, ob wir da noch Gegenstände finden. Dann sacken wir hier das Gold ein. Hier ist noch ein Gegner. So. Dann ist da noch Gold. So. Da hinten müsste es ja regulär weitergehen. Da unten müsste es ja regulär weitergehen. Also bin ich eigentlich fast versucht, hier in diesen... Ach man. Hier in diesen Transportdingsbums zu gehen. Da müsste es ja hinter der Tür weitergehen. Genau. Und hier würde es zurückgehen. Okay. Das ist halt auch so eine Geschichte, die einfach... Es ist einfach unübersichtlich. Also, wie gesagt, es geht mir immer so, dass ich eigentlich ganz gerne ein bisschen Weitsicht haben möchte. Das finde ich bei... Ja. Das war super, die Aktion. Die war ja echt toll. Na gut, dann können wir doch hier nochmal gucken, dass wir den da verkaufen und den da verkaufen. Und dann gehe ich hier mal zum Inventar und schubsel den weg und den weg. Das Zeug lasse ich mal da. Ich kaufe mir noch ein paar Identitätsschriftrollen. 1, 2, 3, 4, 5. Und ein paar großartige... Na gut, habe ich jetzt nicht. Hat der nicht. Na gut. Dann gehen wir noch eine Ebene tiefer. Und dann gehen wir hier nochmal rein. Ins Portal. Und schauen mal, ob wir jetzt diese Aufgabe ein bisschen besser erledigen können. Bevor eben... Die Frage ist, kommen jetzt alle Gegner wieder? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich kann ich diese Karte so oft probieren, wie ich mag.
So, eigentlich ging es da lang, dann ging es da runter. Der Vorteil daran ist jetzt, dass wir jetzt natürlich nochmal alles ablaufen können und gucken, ob wir irgendwo irgendwas übersehen haben. Was im Idealfall nicht der Fall ist. So, im Idealfall laufe ich einfach darüber. Da hinten habe ich alles, ne? Genau, ich muss einfach nur hier rein. Nach rechts geht's weiter. Hier geht's eben anders weiter. So. Den. Wunderbar. Und hier. So, so. 31 Gold. Dich noch und dich noch und dich noch. Okay, gut. Das war einfach nur eine kleine Aufräumaktion hier. Von etwas heftigeren Gegnern. Ist natürlich trotzdem peinlich, dass ich dabei gestorben bin. Aber gut, ich hatte mein Haustier nicht dabei. Mein Haustier beschützt mich ja. Und ist ja der eigentliche Meister in diesem Spiel. Ich bin hier nur so ein Kacken. So, wir gehen lieber da runter. So, und ich habe ja auch noch Ruhm erlangt. Das ist ja heldenhaft.